Ja, gut, ich hätte jetzt ein Turbutz. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Pokémon Randomizer Race Nuzlocke Platin. Race Nuzlocke Platin. Das war jetzt nicht so gut wie das gestern. Ja. Was ist da los, Tim? Was ist da los? Ich lass nach. Man merkt, drei Folgen kannst du noch konzentriert machen und ab der vierten ist dann so... nein, Tim, was ich in der letzten Folge angeteasert habe. Ja. Ich habe mir jetzt eine Challenge gesetzt. Okay. Und zwar gehe ich jetzt immer, wenn ich in einem Talia bin. Ich hätte hier einen Kölia fangen können. Das ist so alt, das ist gar nicht mehr lustig. Ich finde das schon lustig. Holst du dir einen Booster? Nee. Hol ich mir keinen Booster, hol ich mir ein Band von Naruto. Erfand. Ja. Hab ich auch. Ich hab schon zwei Bände. Aber. Bitte in verschiedenen Städten, ja. Und ohne Google Maps. Ja, nee, geht nicht. Weil ich bin dumm, ich weiß nicht, wo Schalia ist. Ah. Ah, jetzt muss ich mal eben mein vergiftetes Ding uns heili gehen wieder. Ja, das klingt doch cool. Schon Donnerstag heute, ne? Krass. Nee, Mittwoch. Nee, achso, Donnerstag finde ich. Ja. Kölia wäre auch cool gewesen zu fangen. Aber Nidoqueen ist auch ein Nicey. Oh, mein Ei schlüpft. Oh, Scheiße. Du hast auch ein Togepi im Ei. Ja. Ja. Ach so, okay, ich dachte, ich muss jetzt einen Rivalenkampf machen, aber scheinbar doch nicht. So. Dann hole ich mir noch in der Höhle den Encounter. So. Ah, ja, Togepi ziehe ich hinterher vielleicht für die Liga nach oder wenn ich es hinterher brauche, aber ich hole mir erstmal Nidoqueen rein. Macht jetzt erstmal mehr Sinn für mich. Ich nehme Togepi mit. Das ist halt für mich, es ist ein... Wie soll ich sagen? Es ist halt eine Bodenimmunität. Und wenn ich dann Empoleon habe, bin ich froh über jede Bodenimmunität. Ja gut, da habe ich halt Gliscor, ne? Ja, das ist halt das, ne? Aber vierfache Eisschwäche, will man das? Ja. Da habe ich wohl Nona für.
Hätte so ein nices Skriptbook haben können, aber nö. Nö. Und Mewtwo, aber nö. Passiert im Leben, passiert im Leben. Ah, nee, ich lasse den in der Höhle, lasse ich den Encounter erstmal aus, weil ich muss erstmal Dingens fangen, wir holen hier ein Pokébälle neu. Hast du, naja, ne, du musst auch vorher jetzt Pokébälle holen, ne? Ja, ja. Oder hast du hinten schon in der Höhle schon gefangen, oben bei der letzten Stadt? Ja, weil ja, das ist der gleiche, weil das ist der gleiche Berg, ne? Ach so, ja, dann habe ich schon. Dann habe ich schon, dann brauche ich hier gar nicht. Dann brauche ich hier gar nichts mehr zu tun. Dann habe ich hier doch gar nichts mehr zu tun. Oh, ein Kramchef. Hätte ich hier auch fangen können. Das wäre auch nice gewesen. Ah, okay. Wir sind übrigens an einer Angel vorbeigelaufen, als die Gente wir gewesen sind. Das ist gut. Also alle beide, aber lustigerweise. Nur Philipp hat die Angel gefunden. Was ist los? Was ist los, Katze? Katzi. Geht ihr in Alle steht Kopf 2? Ja, werden wir tun. Sehr schöner Film. Waren wir gestern drin. Den Kids. Also, der Teil ist dann aufgrund des Hustens, ich hatte zwar schon die Karten bestellt gehabt, die ist dann nicht bekommen, deswegen ist dann eine Freundin mitgekommen. Und dann halt mit Luca und zwei Kita von die, weil ich ja immer mit der einen Kita-Freundin, die Mutter geht ja immer mit Luki und den Kids immer zwischendurch schwimmen, ab und an mal, und ich gehe dann mit den Kids zwischendurch immer ins Kino. Und dann stand hinterher der beste Freund von Luki auch in der Kirche. Ich möchte auch mit. Ja, kannst du auch mit, ne? Die benehmen sich ja. Ja. Ja, und also ich war echt cool. Manchmal sind ja die zweiten Teile beschissen, aber nö. Nee, habe ich eigentlich für nächste Woche Freitag geplant. Deswegen ist nächste Woche wieder Montag und Mittwoch Aufnahme. Ja. Safe. Also wie gesagt, das war jetzt Montag, das war nur so ein. Ja. Wir hätten auch sonst ja Montag, dann hätte ich das, also der Plan war ja ein anderer. Aber. Ja, mein Gott, wenn ich das zeitig genug weiß, kann ich ja umswitchen. Das ist nicht das Problem. Bei MT Coronet haben wir auch schon, ne? Ja, ich habe da zum Beispiel, glaube ich, mal Meditalis drin gefangen oder irgendwas habe ich da drin gefangen. Okay. Nee, ich habe Karpis habe ich da drin gefangen. Ja gut, ich hätte jetzt ein Turbutz. drin. Also du meintest aber unten, wenn du die Route weitergehst. Genau, 207, genau, Richtung oder? Nächste Stadt. Ja. Aber Turbutz ist eigentlich nice zum Leveln für mich.
Weil mein Barnet das halt one-shottet. Ich habe jetzt ein Octillery. Nice. Und ein Pinsir ist hier drücken. Ja, ich glaube, da mache ich auch. Dann wechsle ich auch ein bisschen. Ich meine, weil den nächsten Point, mal eben. Falls dir übrigens aufgefallen ist, wir haben keine Orden in dem Layout. Das ist mir aufgefallen, als ich die letzten Folge 17 geschnitten habe. Dachte ich mir so, irgendwas fehlt hier. Und jetzt bin ich einfach der eiskalten Überzeugung, wir lassen die Orden einfach ganz weg. Es ist einfach ein Race. Wir können es ja eh nicht machen. Du musst das auf jede Seite die Orden. Deswegen, also von daher. Und damit sieht das Bild aus mit dem Layout drüber, das wäre halt Quatsch, von daher. Also sagen wir immer schön, wer wie weit ist. Ja. Luxray. So. Aber brauchtest du der Trümmerer in der Höhle? Oder kommst du auch so durch? Ich glaube nicht tatsächlich. Oh, sehr gut. Weil ich will jetzt nicht noch eine Pokémon Zertrümmerer beibringen. Nicht? Müssen. Faint Attack. Warte mal, was ist Faint Attack? Hinter. Ja. Ich will alles das behalten. Ach, da kommt Cirrus. Und da kommt das nächste Turbots. Ich glaube, ich level tatsächlich noch hier ein bisschen in der Höhle. Wie gesagt, der Checkpoint 3 wird mir wahrscheinlich eh fernliegen. Und dann nehme ich lieber noch hier ein bisschen was mit. Weil ich sag mal so, wie wird das eigentlich gewertet? Also darüber haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gesprochen. Ja. Nehmen wir jetzt mal an, du holst
Gut, eigentlich ist es selbsterklärend. Du holst jetzt alle restlichen Checkpoints. Hackst aber in der Liga und ich hol die Liga. Dass ich halt auch komplett durchkomme. Ja. Beziehungsweise, ich sag. Das ist halt eine gute Frage, ne? Beziehungsweise, was passiert, wenn einer von uns stirbt, jetzt zum Beispiel nach dem 6. oder 7. Orden, spielt der andere dann weiter und der andere ist halt, oder ist es dann Race to End, aber eigentlich, oder wir müssen halt so eine Regelung machen, wer in dem Sinne abkackt, kriegt halt 3 Checkpoints abgezogen oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es halt nicht, also mir ist es auch egal. Wir können es auch so machen, dass wir nur während der Top-Dingens halt abschmierst und trotzdem die meisten Checkpoints, weil eigentlich ist es ja ein Race und du hast dann hier nur einen Checkpoint nicht geholt, den letzten halt. I don't know. Sollten wir uns vielleicht bis nächste Woche überlegen? Ja, dann mach dir mal Gedanken, wie du das am liebsten hättest. Also mir ist es auch egal. Ich würde aber schon den Ligasieg als Voraussetzung für den Gesamtgewinn hinpacken, weil was nützt uns das, wenn du ein Race hast und du verkackst halt in der Liga, du bist raus durch die Ziellinie gekommen, auch wenn du alle Checkpoints vorher schon hattest. Na gut, dann haben wir es geregelt. Liga bestehen ist halt dann auch schon Pflicht, um das Race zu gewinnen. Also ins Ziel kommen quasi. Auch wenn du die Checkpoints gut hast, musst du ins Ziel kommen. Und solltest du zwischendrin abkacken, ne? Also alle besiegt sein, du hast noch Pokémon übrig auf deiner Bank. Dann geht's halt mit denen weiter. Ja. Oh, natürlich. Was ist los, Tim? Oh, ich habe einen Pike ja gegen mich. Ich find's auch. War nicht so cool. Ah. So. Contesthalle. Hm. Hinter der Höhle war auch noch Route 207, ne? Nee, ich glaube, das ist eine neue Route. Dann muss ich nochmal zurückgucken, weil dann kann ich ja den nächsten Encounter holen. Ach, Tatsache. Sehr schön. Was gibt's denn auf Route 208 für mich? Ich hatte gerade einen Doktor. Okay, kann cool sein, kann aber auch scheiße sein, je nachdem, was wir aus den Fossilien bekommen. Das, was im Fossil drin ist, bekommst du aus den Fossilien.
Okay. Ich weil weiß halt ich nicht. Ich habe schon meine Fossilien aufgemacht. Okay. Wo geht das denn? In der ersten Stadt, in Erzählingen. Achso. Dann muss ich da mal zurück. Ich habe nämlich einige wiedergefunden. Weil ich habe einen Kabutops. Ja, das ist nice. Aber ich habe immer 5 Bälle. Tim, dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob du Kabutops fangen kannst. Denn das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich hab. Ach Mann, du Arschloch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao. Okay, Volbeat hat jetzt 2x Schweifklasse eingesetzt. Das heißt, er hat jetzt plus 6 Spezialangriff. Das könnte jetzt kriminell werden.